Ich habe heute Morgen einen Anruf getätigt, eigentlich gerade vor 5 Minuten, bei der Agentur für Arbeit hier in Dortmund. Ich möchte keine Namen nennen aus Datenschutzgründen, aber meine Zündschnur ist abgelaufen. Tränenüberströmt sitzt Friseurmeisterin Bianca Bergler in ihrer Dortmunder Wohnung. Mit emotionalen Worten wendet sich die Frau an ihre Mitbürger. Sie will auf ihre Situation aufmerksam machen. Seit Monaten müssen die Türen von Friseuren geschlossen bleiben. Bergler fühlt sich von der Politik und dem Staat alleine gelassen. Jeden Tag gucke ich immer voller Angst auf das Konto, entweder aufs private Konto oder aufs Geschäftskonto. Auf dem Geschäftskonto stelle ich fest, dass wir jetzt also bei 5.000 Euro im Minus sind. Es ist noch keine Hilfe angekommen. Es ist noch keine Überbrückungshilfe angekommen. Und es gibt kein Soforthilfepaket. Ich habe meinen Vermieter angerufen. Möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich möchte keinen Namen nennen, aber es ist okay, wenn ich diesen Monat die Miete nicht zahle. Ich kann sie eh nicht zahlen, weil es ist keine Hilfe da. Es ist auch noch kein Guck eingegangen. Meine Mitarbeiter wissen, dass ich nicht in Vorkasse treten kann, weil es gibt keine Hilfe. Also warten meine Mitarbeiter auf ihren Lohn. Dann habe ich auf mein privates Konto geschaut. Ich hatte gerade so kalkuliert, dass ich die Miete für diese Wohnung noch zahlen kann und stelle fest, dass die Rentenversicherung 300 fucking Euro abgebucht hat und ich kein Geld habe, um die Miete zu bezahlen. Also rufe ich bei der Agentur für Arbeit an und hatte eine Dame am Telefon, bei der ich mich vorstellte und sagte, hi, mein Name ist Bianca Werker und ich bin eine verzweifelte Friseurunternehmerin aus Dortmund, die sie gerade anruft. Kein Wort von, okay, was kann ich für Sie tun? Erstmal BG-Nummer. Kein Problem, ich habe hier eine. Ich habe diese durchgegeben und habe erklärt, dass ich den Antrag auf Hartz IV am 17.12. nachts eingereicht habe. Dieser unbürokratische Antrag. Was ich ihr dann auch sagt, Mensch, das ist ja überhaupt gar nicht so unbürokratisch, wie ihr immer alle sagt. Da können wir nichts zu. Dieser Antrag, da müssen Sie sich bei der Politik beschweren. Das war das Erste, was mir diese super empathische Dame am Telefon sagte, die als erstes mal laut wurde. Ich sage, wissen Sie, bei der Politik würde ich mich gerne beschweren. Wir haben offene Briefe geschrieben. Wir haben Herrn Laschet angeschrieben. Wir haben Frau Merkel angeschrieben. Wir haben TV-Sender angeschrieben. Die Innung steht auf. Wir gründen Petitionen mit Unterschriften, damit wir verfickte Scheiße schnell Geld bekommen. Ich bin nicht die einzige Unternehmerin, die mit dem Rücken an der Wand steht. Jahre für Jahre gehen wir hart arbeiten, kümmern uns um die Mitarbeiter, um unsere Kunden, machen keinen Urlaub und sind immer da mit voller Liebe. Und jetzt werden wir im Stich gelassen, wir werden alle im Stich gelassen. Meine Zündschnur ist abgelaufen und dann habe ich so eine unempathische Frau am Telefon, die mir dann sagt, ich sollte mich mal beruhigen, ja, und mein Antrag wäre nicht vollständig. Nein, habe ich gesagt, der Antrag ist nicht vollständig, ich habe einen verdammt guten Steuerberater, der alles dafür möglich gemacht hat, diesen Antrag so schnell wie es geht auszufüllen, von über 60 Seiten, total unbürokratisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich letztes Jahr getrennt habe. Wer mich kennt, weiß, ich bin in eine größere Wohnung gezogen. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich diesen Antrag ordnungsgemäß ausfülle und nicht das Arbeitsamt verarsche. Ich habe eingeschrieben, dass ich mit einer weiteren Person in dieser Wohnung lebe. Was sagt mir die Dame am Telefon? Also nee, ja, 17.12. ist was eingegangen, aber der Antrag war ja, der war ja nicht ausgefüllt, der war ja nicht korrekt ausgefüllt. Ich sag, wie? Ja, Sie haben eingetragen, dass Sie mit einer weiteren Person in dieser Wohnung leben. Wir wissen jetzt gar nicht, mit wie vielen Personen Sie in der Wohnung leben. Das muss erstmal geprüft werden. Ich sag, sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle? Ich lebe in dieser Wohnung mit einer weiteren Person. Eins und eins macht zwei. Wir leben zu zweit hier. Ich brauche ein größeres Zimmer. Warum muss ich erklären, dass ich letztes Jahr ausgezogen bin? Warum muss ich erklären, warum ich in einer größeren Wohnung wohne? Ist ein Zimmer mehr für eine Person zu viel verlangt? Wo seid ihr? Wo sind eure Hilfen? Wo ist der Staat, wenn man ihn braucht? Diese Frau wurde so laut am Telefon, dass ich ausgerastet bin und gesagt habe, sie haben null Empathie, mit Menschen umzugehen. Ich rufe sie an, weil ich verzweifelt bin. Es geht hier nicht um ein paar Schuhe, sondern es geht um Lebensmittel. Es geht um essentielle Dinge wie Butter und Brot und Wasser. Wo ist die Hilfe, wenn man sie braucht? Ich bitte euch, Friseure, steht auf. Es reicht. Es reicht. Es kann nicht sein. Ich würde so gerne Herrn Laschet anrufen und fragen, was mit mir ist. Wie lange muss ich jetzt auf Hilfe warten?
Was machen die Leute, die nicht das Glück haben, zu zweit in einer Wohnung zu wohnen? Wie zahlen die ihre Miete jetzt? Was machen die Leute, die Kinder haben? Es reicht. Steht auf. Ihr könnt es gerne teilen. Schließt euch an. Zeigt eure Gesichter. Zeigt, wer ihr seid und was ihr für Probleme habt in diesem Lockdown. Bleibt gesund.